Andacht vom 21.04.2021, Reinhard Hirtler, zusammengefasst von Margarete. Wandle im Licht. Gestern sprach ich über die ersten Verse im 1. Johannes 2. Dass Johannes an die kleinen Kinder schreibt und ihnen mitteilt, dass sie auch als Babychristen ohne Sünde leben können. Die Religion hat uns ein Christentum gelehrt, wo man alles tun muss, um etwas zu erhalten. Es gibt einen großen Unterschied zwischen etwas tun, um etwas von Gott zu erhalten, und etwas tun, weil ich schon alles von Gott erhalten habe. Es gibt etwas, worüber ich sehr sicher bin. Gott in seiner tiefen Liebe wird die Motive des Herzens offenbaren. Wir müssen im Licht leben, sonst leben wir nicht in wahrer Jüngerschaft. Es gibt so viele Menschen, die ihr Christsein nicht mehr so leben wollen, wie sie es bisher getan haben. Paulus sagt uns, dass wir nackt gekommen sind und nackt gehen werden. Gott hat uns nackt gelassen. Der Eintritt in diese Welt und der Ausgang aus ihr sind nackt. Das ist ein wichtiger Schlüssel für uns. Was haben wir besonders gelernt im Christentum? Uns vernünftig zu kleiden. Entschuldigung. Adam und Eva taten es als Erste. Sie verhüllten ihre Nacktheit. Ich denke, das Problem war, sie wollten, dass Gott sie nicht so sieht, wie sie sind. Denn in ihrem Gewissen erschien die Nacktheit als beschämend. Jetzt übersetze ich dir das. Die Feigenblätter stehen für unsere Werke. Wenn wir Christen werden, ist das Erste, was die Kirche tut, uns Feigenblätter aufzuerlegen. Sei nicht so, das darfst du nicht, das musst du tun. Wir bekommen Regeln und Vorschriften, die nicht aus unserem Herzen kommen, sondern von außen. Es geht also nicht um das, was in uns ist, sondern um das Äußere. Wir werden gezwungen, äußerlich gut auszusehen, aber wir kümmern uns nicht um das Innere. Wer ein schönes Feigenblattgewand anhat, wird geachtet. Es ist nämlich beschämend, nackt zu sein. Aber erst, wenn wir kapieren, dass es nur ums Herz geht, dass wir nur in Gott Frieden finden können, weil Jesus unsere Gerechtigkeit ist, werden wir frei werden und merken, dass es nicht darum geht, was ich getan habe, sondern was er für mich getan hat. Rund um die Erde kollabieren die Menschen unter der Last ihrer Feigenblätter. Sie können es nicht mehr ertragen, irgendjemanden darzustellen, der sie gar nicht sind. Sie wollen sie selbst sein. Die christliche Welt hat uns gelehrt, Feigenblätter zu tragen. Der erste Johannesbrief ist ein faszinierender Brief, der nicht leicht zu verstehen ist. Unser nächstes Problem ist, dass wir versuchen, einen Vers herauszunehmen, und dabei beachten wir das historische Umfeld nicht. So schau in 1. Johannes 1,5: Gott ist Licht und nicht Finsternis. Wenn Gott Licht ist, gibt es keine Finsternis. Bist du bereit für etwas Wundervolles? Du kannst den Vater nur sehen, wenn du durch Jesus auf ihn schaust. Es ist nichts verborgen. Gott ist nackt. Wie starb Jesus am Kreuz? Nackt. Er starb wirklich nackt. Er hatte kein Stück Stoff um seine Hüfte, auch wenn das in vielen Darstellungen so gezeigt wird. Warum starb Christus nackt? Es war nichts verborgen. Das ist geistlich zu verstehen. Gott möchte nicht, dass wir mit unseren selbstgemachten Kleidern herumlaufen. Für mich ist Kleidung nur der Versuch, meine Nacktheit zu bedecken.
weil wir in einer gefallenen Welt leben. Ich trage nur das Nötigste, um mich zu bedecken. Ein Anzug ist für mich wie ein Gefängnis. Wenn Gott das Licht ist und in diesem Licht lebt, woher kommt unser tiefes Bedürfnis, unsere Nacktheit zu bedecken? Wir haben die Güte Gottes nicht verstanden. Wenn ich die Bibel lese, wenn ich bete, möchte Gott, dass ich eine persönliche Beziehung zu ihm habe, dass ich meinen Weg von Herz zu Herz mit ihm gehe. Wenn da etwas bedeckt ist, kann ich nicht mehr von Herz zu Herz mit ihm zusammen sein. Religion hat uns das beigebracht, etwas besser aussehen zu lassen, als wir uns fühlen. Aber so gibt es keine Beziehung von Herz zu Herz. Und so begegnen wir einander dann auch. Wir werden einander fremd. 1. Johannes 1,6. Wenn wir sagen, dass wir Gemeinschaft mit ihm haben und doch in Sünde und Ungerechtigkeit leben, so lügen wir und tun nicht die Wahrheit. Ich möchte, dass du etwas verstehst über Beziehung. Beziehung wird in unserem Sprachgebrauch häufig verwendet. In der Gemeinde bedeutet es, es war nett miteinander, wir haben eine gute Predigt gehört oder schöne Lieder gesungen, wir trinken noch einen Kaffee miteinander und so weiter. Wir setzen ein schönes Gesicht auf, aber in uns drin sind Probleme, Schwierigkeiten, Schmerz etc. Die anderen kriegen das gar nicht mit. Beziehung bedeutet in der Bibel ein inniges Zusammensein von Herz zu Herz. Es gibt im Griechischen ein ähnliches Wort, das das Geld miteinander haben beschreibt. Wenn ich nur eine kurze Zeit mit Gott verbringe und mein Ich verberge, laufe ich in der Dunkelheit. Das ist Sünde. Gott ist Licht. Er möchte alles aufgedeckt haben. Was wird geschehen, wenn du in deinem Herzen verstehst, dass dein liebender Vater dich umarmt? Wir würden unser Herz öffnen, ehrlich und wirklich werden. Je intimer die Beziehung wird, desto offener muss sie sein. Ich kann immer weniger verstecken. Das gilt übrigens auch für die Ehe. Feigenblätter verbergen immer unsere wahre Verfassung. Frauen reagieren sensibler darauf als Männer. Eine Frau spürt, wenn ihr Mann etwas verbirgt. Sie fragt auch nach. Sie spürt, dass etwas verborgen ist. Aber sie kann nichts tun, wenn der Mann nichts sagt. Leider wird dadurch die intime Beziehung zwischen den beiden zerstört. Und eines Tages platzt die Beziehung. Oft kann die Frau zum Schluss sagen, ich habe es gewusst, da war was. Du kannst keine wahre Beziehung zu Gott leben, wenn du nicht deine Feigenblätter ablegst. Gott liebt dich so sehr. Er kannte all deine Sünden, die du tun würdest, was du falsch machen würdest. Und er entschied sich trotzdem, dich zu lieben. Er wird das nie verändern. Warum also zeigst du dich ihm nicht, wie du bist? Gott möchte, dass wir im Licht leben. Schau, Debbie und ich haben eine sehr ehrliche Beziehung miteinander. Auch zu vielen anderen Menschen pflege ich eine sehr offene Beziehung. Ich lebe im Licht. Wenn du jemanden sehr liebst, kannst du nur eine intime Beziehung leben, wenn beide im Licht leben. Auf der Erde geschieht gerade Folgendes. Gott in seiner sehnsüchtigen Liebe möchte Beziehung zu uns. Deshalb deckt er auf. Wir in unserer verzweifelten Bemühung, uns zu bedecken, versuchen, uns zu verstecken. Das ist so anstrengend. Wir sind dessen so müde.
Wir müssen offen und ehrlich sein. So ehrlich und nackt, wie wir sind. Und Gott sagt, das ist mein Wunsch, danach habe ich mich gesehnt. 1. Johannes 1,7. Wenn wir aber im Licht wandeln, wie er im Licht ist, so haben wir Gemeinschaft miteinander. Und das Blut Jesu Christi, seines Sohnes, reinigt uns von aller Sünde. Jesus befreit uns von aller Sünde. Wir brauchen keine Feigenblätter mehr, wenn wir in die Intimität mit Gott eintreten. Denn Jesus bedeckt unsere Sünden. Dann entsteht Koinonia. Das ist Gemeinschaft, wahre Beziehung. Wir sind so eins, dass wir sogar die gleichen Gedanken haben. Wir müssen unser Leben nicht mehr allein leben. Wir müssen nicht mehr tun und machen, denn Jesus ist ein Partner. Ich sprach mit vielen Menschen, die mich baten: Reinhard, bete für mich, ich habe eine Depression. Ich habe wirklich ein starkes Mitgefühl mit Menschen, die eine Depression haben. Aber nur die Symptome ihres Verhaltens zu behandeln, das bringt nichts. Wir wollen immer schnelle Lösungen, aber die Ursache unserer Probleme wollen wir nicht anschauen. Ein kurzes Gebet in der Kraft des Kreuzes bringt nur kurzzeitig Entspannung. Wenn wir uns nicht tief innen drin verändern, werden wir wieder in unseren Problemen landen. Warum? Weil wir denken, da ist ein Gott, der uns straft und etwas von uns verlangt. Und wir fangen wieder an zu tun und zu machen, um Gott zufriedenzustellen. Und die Depression kommt wieder. Wenn sich jemand die innige Beziehung zu Gott ernsthaft wünscht, sagt Gott: Wenn du aufhörst, dein wahres Herz vor mir zu verbergen, gerne, sehr gerne. Deshalb helfe ich den Menschen, an die Wurzeln ihrer Probleme zu gelangen, denn das Problem ist, dass viele nicht im Licht laufen. Das Gleiche passiert in der digitalen Welt. Viele verdienen damit Geld. Sie drehen ihre Filme, machen Lives. Dabei müssen sie ständig Feigenblätter tragen. Das ermüdet sie. Sie haben keine Privatsphäre mehr. Sie werden depressiv. Sie laufen im falschen Licht. Ich bin inzwischen auch in der digitalen Welt sichtbar. Außerdem bin ich Präsident von Brazilian Kids Care. Aber ich benutze die Medien nicht, um mich schön darzustellen. Ich werde die digitale Welt dazu nutzen, aus meinem Herzen fließen zu lassen, was da drin ist. Offen und ehrlich. Wie viele Lives auf der Welt gibt es, die den Menschen nichts bringen? Wir machen diese Lives, weil wir wollen, dass die Leben der Menschen verändert werden. Es gibt bei uns keine Feigenblätter. Wir geben nicht vor, jemand anderer zu sein. Wir leben in wahrer, ehrlicher Beziehung. Wenn du das verstehst, wirst du Feigenblätter hassen. Gestern hatten wir eine lange Teamsitzung von Brazilian Kids Care. Sie ging über einige Stunden. Wir brauchen keine Ja-Sager um uns herum. Das hilft uns nicht. Ein Leben mit versteckten Sünden bringt uns nichts. Wenn ihr mich wirklich liebt, ohne Bedingung, dann werdet ihr nie Feigenblätter an mir sehen. Ich erinnere mich an einen engen Freund, den ich seit 30 Jahren kenne. Wir sind die besten Freunde. Er heißt Gerhard. Ich habe zu Debbie gesagt, wenn ich kein guter Ehemann bin, wenn du etwas an mir siehst, was ich nicht wahrhaben will, dann bitte ruf meinen besten Freund Gerhard an. Sie rief ihn nur einmal in unserer Ehe an. Das ist bereits gut 20 Jahre her. Debbie und ich hatten einen Streit. Es wurde sehr emotional. Ich schnappte mir meine beiden Jungs mit 9 und 11 Jahren. Ich sagte zu ihnen: Die Mama hat sich dumm verhalten, kommt, wir fahren ins Kino, schauen wir einen Film an. Klar fühlte ich mich im Recht, aus meiner Sichtweise. Man würde nicht streiten, wenn man sich nicht im Recht fühlen würde. Wir fuhren also zum Kino. Dann klingelte mein Handy. Gerhard. Und ich wusste, jetzt wird's schwierig.
Debbie hatte meinen besten Freund angerufen. Was tun? Ich entschied mich, ans Telefon zu gehen, denn wahre Beziehung besteht in Ehrlichkeit. Gerhard sagte, Debbie rief mich an, du bist ein Arschloch. Es ist mir egal, wo du gerade bist. Dreh um, geh zu Debbie, nimm sie in deine Arme und bitte sie um Verzeihung. Du brauchst dich nicht zu rechtfertigen. Ich drehte um. Meine Jungs waren davon nicht so begeistert. Ich fuhr heim, ich nahm Debbie in den Arm, ich weinte, ich bat sie nur um Vergebung. Ich hatte keine Ahnung, was das in unserer Ehe bewirkte. Ich war bereit, meine Feigenblätter abzulegen. Das vertiefte unsere Beziehung massiv. Ich sage dir was. Wenn Ehepaare nicht streiten, sind entweder beide heilig oder einer kontrolliert und der andere ist unterdrückt. Religion hat uns dazu gebracht, immer neue Feigenblätter anzulegen, wenn wir verletzt werden, damit niemand unsere Nacktheit sieht. Es gibt ein Problem in deinem Herzen, du möchtest nicht dort hineinschauen oder hineinschauen lassen. Das könnte ja unangenehm werden. Im Gegenteil, wir könnten dankbar dafür sein. Danke, dass das aufgedeckt wurde. Das könnte das Beste sein, was uns passiert. Aber wir verteidigen uns sofort und nehmen noch ein paar Feigenblätter mehr, die wir uns drüber hängen. Doch die Zeit kommt, wo wir feststellen, dass es schwierig ist, so zu leben. Denn unsere Herzen verlangen nach wahrer Beziehung mit Gott und mit unseren Mitmenschen. Johannes sagt, nur wer in wahrer Beziehung mit Gott und den Menschen lebt, erlebt Reinigung durch das Blut Jesu. Warum also willst du noch Feigenblätter tragen? Je länger ich mit Gott gehe, desto mehr verlange ich danach, meine Feigenblätter abzulegen. Jeder Mensch ist anders, aber ehrlich kann ich nur sein, wo wahre Beziehung stattfindet. Lasst uns Menschen sein, die voreinander die Feigenblätter ablegen. Lasst uns in wahrer Beziehung leben, mit anderen und mit Gott. Was uns so verletzlich und so herzlich untereinander macht, ist unsere Offenheit. Hör zu, je mehr du deine Angst, nackt zu sein, überwindest und den Heiligen Geist bittest, dir deine Feigenblätter zu zeigen, wirst du mit deinen Ängsten konfrontiert werden, denn die Religion hat uns trainiert, zu verbergen. Eine der ersten Aussagen, die ich in Brasilien hörte, war ein Pastor, der zu mir sagte: Reinhard, wenn du mich wirklich kennst, wirst du mich nicht mehr mögen. Ich liebe die Menschen, egal wo ich bin. Ich fühlte so einen tiefen Schmerz für diesen Mann. Er hatte solche eine Angst, dass seine Nacktheit offenbar werden würde. Aber unsere Nacktheit wird wahre Beziehung bewirken. Wie kann ein Ehepaar wahre Intimität erleben, wenn sie nicht nackt sind? Das ist ein geistliches Prinzip. Je mehr ich von mir verberge, um der zu sein, den ein anderer vielleicht will, desto weniger Beziehung werde ich leben können. Wenn Gott mich mit dem Blut Jesu bedeckt und gereinigt hat, ist Beziehung möglich. Liebe bedeckt die Sünden, sagt Petrus. Je nackter wir voreinander leben können, desto mehr Beziehung werden wir leben können. Das ist eine meiner größten Sehnsüchte. Denn der Mensch lebte am Anfang unbedeckt. Es gibt nichts Schlimmeres, was Gott uns erlauben konnte, als dass wir mit Feigenblättern bedeckt herumlaufen. Es ist Gottes Sehnsucht, uns nackt zu begegnen. So ist meine Beziehung zu Gott. Unsere Herzen sehnen sich so sehr nach wahrer Beziehung. Lass die Feigenblätter fallen. Es ist schmerzvoll, aber befreiend.